Freddy! Oh, Peter! Welcome Andrea. In my food forest, eh? Sì, è un piacere. Es ist wirklich toll. Ich bin hier bei Andrea zu Hause. Wir haben wieder viel gemacht miteinander und heute geht es um die Ankündigung der Night of Electroculture, die Nacht der Elektrokultur. So we are ready to show the result of the research. Many people engaged find out a lot of old books, research, articles and funny story behind. So we'll be fun to share everything. Eins, was wir in dieser Nacht besprechen werden, das ist das Resultat der 30 Tage antike Bücher Herausforderung, die wir gemacht haben. Ein Aufruf vom 8. Oktober bis zum 8. November, alte Bücher zu suchen in Buchantiquariaten, in Bibliotheken oder im Keller von euren Großeltern. And then we go for the sharing experience of testimonial. We want to share some cases, some experience of our customer or friends that participate to the webinar. They started implementing electroculture with our suggestion, and now we will see what is the result. It's funny. Yes, it's going to be funny. Wir werden auch in dieser Nacht der Elektrokultur möchten wir auch besprechen, wie es euch gegangen ist für die Elektrokultur angewendet haben, sei es durch unsere Webinare, die wir beide gemacht haben, dass ihr unsere Vorschläge umgesetzt habt oder einfach so in die Elektrokultur eingestiegen seid. Und das Ganze wollen wir in einem Zoom-Call machen mit mir und Andrea, und da wird es auch Möglichkeit geben für ein Q&A, für Fragen und Antworten. Aber hier Ende der Saison wäre das super, dass wir da die Erfolge anschauen. So, we recap. Showcase of the best book vintage. Prize, because we have the prize. Prize for English, USA and German speaking. And then testimonial and question and answer and surprise. And surprise. Wir machen also diese Auswertung von der Bücherherausforderung. Wir schauen uns Erfahrungsberichte an. Die könnt ihr jetzt einsenden an diese Adresse oder English people for testimonials of this season, how it happened, how it is gone to the address of Andrea. Dann werden wir miteinander das besprechen. Es wird Platz geben, um Fragen zu stellen, um zu analysieren, was nicht so gut gegangen ist, falls es das gibt. Und dann gibt es noch eine Überraschung. Enjoy the autumn and with a wonderful color in nature and see you soon. Ja, also genießt den Herbst, der kommt mit diesen wunderschönen Farben und wir sehen uns bald. Bis dann. Tschüss. Ciao, Andrea. Ciao, Peter.